Nächster Redner Wolfgang Zanger, die Freiheitlichen. Da wird dann mein Kollege Kainz noch etwas dazu sagen. Es geht auch um einen Bericht, den der Rechnungshof vorgelegt hat hinsichtlich Beratungsleistungen in ausgewählten Ministerien. Und da hat er einiges auch zutage gebracht, nämlich eine wesentliche Erkenntnis davon: Bevor eine externe Beauftragung erfolgt, sollte doch das interne Spezialwissen zuerst einmal abgefragt werden und geschaut werden, wie weit man damit kommt. Naja, das sagt einem eigentlich auch der Hausverstand. Zuerst die internen Ressourcen abfragen und dann nach außen vergeben, weil es kostet ja immerhin alles etwas. Des Weiteren hat er anhand eines Beispiels aus dem Sozialministerium festgestellt, dass hier konkret ein Auftrag für strategische Kommunikationsberatung mündlich und ohne Vergleichsangebote vergeben wurde und leitet daraus natürlich selbstverständlich ab, dass Vergleichsangebote eingeholt gehören und Verträge schriftlich abgeschlossen werden sollen. Ja, das ist auch so eine No-Nah-Net-Geschichte, denn es sollte eigentlich durchaus auch der kaufmännischen Verpflichtung entsprechen, solche Vereinbarungen zu treffen. Hinsichtlich der Qualität von Anfragebeantwortung hat er wirklich was Interessantes festgestellt, etwas, worauf wir noch nie im Leben gekommen wären, nämlich, dass die Qualität von Anfragebeantwortungen aus den Ministerien, vor allem von ehemals Rot und jetzt natürlich noch immer Schwarz, sehr, sehr mangelhaft ist. Also das war ja wirklich fast eine neue Erkenntnis für mich, aber nachdem sich die Kollegen der anderen Fraktionen alle dieser Erkenntnis des Rechnungshofs angeschlossen haben, habe ich das schlussendlich jetzt auch zur Kenntnis genommen. Frau Präsidentin, hinsichtlich Ihrer Forderung, ministerielle Studien verpflichtend zu veröffentlichen, können wir Sie nur unterstützen. Es ist etwas, das durchaus Sinn macht. Und wenn man schon bei den Studien sind, eine ist evident, nämlich diejenige hinsichtlich der Öffnung der Schulen. Und ich fordere Sie auf, geschätzte Regierungsparteien, sperren Sie die Schulen wieder auf. Wolfgang Zanger, Rechnungshofsprecher der FPÖ, war das über den Rechnungshofbericht zu Beauftragungen von Beratungsleistungen und Studien im Sozial- und Außenministerium.